Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr ganz schnell alle 10 Banditen-Herausforderungen absolvieren und lösen könnt. Und heute geht es weiter mit den 10 Entdecker-Herausforderungen. Also viel Spaß beim Anschauen. Die Herausforderungen findet ihr unter Fortschritt Herausforderungen und da habt ihr sie alle aufgelistet. Und heute setzen wir fort, wie bereits erwähnt, bei den Entdecker-Herausforderungen. Die einzelnen Aufgaben decken sich dann immer auf, wenn ihr die vorherige abgeschlossen habt. Und bei den Entdecker-Herausforderungen ist es ganz einfach, welche Aufgabe euch als nächstes erwarten wird, denn diese besteht eigentlich nur aus Schatzsuchen. Bei Entdecker 1 müsst ihr eine Schatzkarte finden, dann einen Schatz und so geht es dann immer weiter. Ihr müsst immer mehr Schätze finden, bis ihr dann, ja, beim Entdecker 10 angekommen seid und euch dann die Belohnung entsprechend beim Trapper abholen könnt. Das heißt, im Prinzip ist die Entdecker-Herausforderung ziemlich einfach und ich möchte auch hier jetzt im Video nicht direkt auf die Schatzsuchen eingehen, denn ich habe euch bereits alle Schatzsuchen ja auf Platte und auf Video aufgenommen. Und zwar haben wir einmal den Schatz der Jack Hall-Bände, den riskanten Schatz, den Giftpfadschatz, Otis Millers Schatz, den Elementpfadschatz, den Wahrzeichen des Reichtums Schatz. Und ihr könnt natürlich auch noch extra Goldbarren finden. Und zwar einmal den der seltsamen Statuen und alle anderen geheimen Fundorte von Goldbarren. Wenn ihr die Guides dann befolgt habt und alle Schatzsuchen abgeschlossen habt, dann erwarten euch nicht nur jede Menge Goldbarren, die ihr beim Hehler verkaufen könnt. Nein, ihr könnt auch, nachdem ihr alle 10 Entdecker-Herausforderungen abgeschlossen habt, zum Hehler gehen und euch neue Ausrüstungsgegenstände holen. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin und da zeige ich euch die Belohnung beim Trapper. Was ich noch sagen möchte, ist natürlich, dass alle Schatzsuchen als Videolink in der Beschreibung zu finden sind. Ich bin jetzt hier beim Trapper und falls ihr wissen wollt, wo der ist, der befindet sich nordwestlich von Strawberry. Hier bin ich jetzt. Der wandert auch immer ein bisschen rum. Für einen festen Spawnpunkt des Trappers müsst ihr euch nach St. Denis begeben und da habt ihr hier den festen Spawnpunkt bei Denis, hier bei dem S. Ja, und ich bin jetzt einfach mal hier und den Typen quatschen wir mal an, gehen auf Kaufen und dann gehen wir hier bei verstärkte Ausrüstung drauf und haben hier den Entdecker. Und da könnt ihr euch alles kaufen, den Entdecker-Patronengurt, den Entdecker-Waffengürtel, Entdecker-Holster und den Entdecker-Zweitholster. Und das sieht auch, finde ich, ziemlich schick aus. Kann man auf jeden Fall mal anziehen. Und wir aktualisieren auch unser Kompendium dadurch. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bei diesem kurzen Video mit am Start wart. Und wir sehen uns dann natürlich bei dem nächsten Herausforderungsguide. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Euer Beschix.